zusammen. Hallo unsere Lieben. Also ihr seht, es ist schon wieder Weihnachtszeit und in dem Fall ist schon wieder ein Jahr vergangen, als wir ein Video gedreht haben über unseren Vorausblick dieses Jahres. Jawohl. Rückblick und Vorausblick. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir den Konstanzer Weihnachtsmarkt besucht. Wir hoffen, dieser Einblick jetzt in den Weihnachtsmarkt hier, der hat euch auch gefallen. Der war zwar etwas kleiner, in Konstanz war es spektakulärer. Ja, aber das ist ein Weihnachtsmarkt in unserer Nachbarschaft und den wollten wir natürlich besuchen. Und der war ja eigentlich auch ganz nett. Auf jeden Fall, der Glühwein hat geschmeckt. Und ich habe ja da so ein nettes Förmchen gefunden auf dem Weihnachtsmarkt. Und natürlich musste ich das gleich mal ausprobieren. Und schaut mal, so schöne Sachen sind da draus geworden. Und ich kann euch sagen, sie schmecken, gell, Helle? Sind lecker. Ja. Ja, so ist es halt. Gell? Früher habt ihr Sterne, Herzchen und Nikoläuse ausgestochen. In der Zwischenzeit stechen wir Womos aus. Ja, die Zeit macht vor nichts halt. Das Leben ändert sich. Ja, genau. Und unseres hat sich ja geändert. Es gab da eine Ankündigung beim letzten Video. Ich spiele die nochmal. Nicht beim letzten, im letzten Weihnachtsvideo oder Adventvideo, wie man da dazu sagt. Vor einem Jahr, wie wir in Konstanz noch gesessen sind, da haben wir eine Ankündigung gemacht. Ich spiele sie mal kurz ein. Aber zunächst steht 2019 eine massive Lebensveränderung an, eine Trennung. Seid jetzt aber nicht traurig oder überrascht. Nicht zwischen uns. Nein, zwischen uns ist alles bestens, keine wilden Spekulationen. Und ja, und dann aus diesem Video heraus wurde dann, nach diesem Video wurde dann viel spekuliert, was denn das für eine Veränderung sein soll. Wir bekamen viele Zuschriften, haben aber nichts verraten. Nein. Und dann haben wir einfach die Katze aus dem Sack gelassen mit dem nachstehenden Video, tue ich auch immer eine kleine Sequenz einspielen. Hier ist der Gustl. Und hier wohnen wir. Hallo Ossi. Hallo. Ich habe dir ein paar Leute mitgebracht. Das ist aber nett. Kommt alle rein. Und hier ist unser Wohnzimmer. So hat es bei uns ausgesehen. Und jetzt sieht es so aus. Und wie geht's jetzt weiter? Wollen wir mal sehen? Da sitzen wir jetzt. In unserem Gustl. Also wir sitzen. Und dieses Video verlinken wir da oben wieder. Ja, ist da oben, ne? Ja, ja, ja. Und da könnt ihr euch das nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Wir sind dann in unser Wohnmobil gezogen und haben da auch über 2 Monate gelebt, Ossi. Ja, das war eine interessante Zeit. Bei dem Video, bei dem Jahresabschlussvideo 2018 wussten wir, was auf uns zukommt, ja. Haben natürlich nichts verraten. Uns hat auch etwas übel geschwan davor, ja. Auf der einen Seite war es natürlich eine interessante Sache. Auf der anderen Seite fanden wir das gar nicht so lustig, ja. Und es war halt auch noch gerade im Winter. Im Sommer ist es natürlich alles viel leichter. Es war Winter, aber es war trotzdem eine sehr interessante Erfahrung, die wir jetzt eigentlich nicht mehr missen möchten. Nein, das war sehr interessant und wir haben auch sehr viele auf unseren Fahrten durch Deutschland, haben wir viele Menschen kennengelernt, die das am Video oder bei YouTube mitverfolgt haben. Vielen Dank auch für den Beistand und alles. Also wir haben sehr, sehr, sehr nette Leute kennengelernt, die uns da ihre Meinung dazu gegeben haben, die ja teilweise selbst im Wohnmobil wohnen. Ja, ja, und wir haben ja auch viele Zuschriften bekommen, dass wir zu denen Wäsche waschen kommen können. Ja, genau, und Pferde
Wohnung beziehen. Ja. Und alles, ja, also das fanden wir natürlich ganz toll. Ja. Aber die Zeit hier im WOMO, die haben wir eigentlich auch genossen, so kann man das ja eigentlich schon auch das sagen. War ganz, weil es war eine tolle Erfahrung. Es war eine interessante Erfahrung, die uns natürlich zu der Erkenntnis gebracht hat, dass wir nicht dauerhaft im WOMO leben möchten, sondern immer einen Stützpunkt in unserer Wohnung haben. Ja, das brauchen wir. Also ohne dem geht es nicht. Nein. Ja, und dann sind wir eingezogen in unsere Wohnung. Das hat auch ganz gut geklappt. Mhm. Wir haben auch unsere Videos weitergemacht. Und wer das alles nochmal, diese ganze Wir leben im Wohnmobil-Geschichte verfolgen will, der, da haben wir Playlists eingestellt und da sind alle entsprechenden Videos in einer Playlist zusammengefasst. Ja, da kann man sich auch raussuchen, was man gerne anschauen möchte. Überhaupt und, in deine ganze Playlist dann, ja. Und wie dann unser Umzug erfolgt war und wir halbwegs eingeräumt haben, dann sind wir schon wieder auf Reisen gegangen. Ja, wir sind eigentlich ununterbrochen auf Reisen gegangen. Unsere Reisen sind halt ja nicht so extrem lang, weil wir ja, wie ihr ja wisst, auch noch beschäftigt sind, anderweitig geschäftlich, und von daher konnten wir nicht immer so auf Reisen sein, wie wir das in Zukunft gerne machen möchten. Jawohl. Mhm. Und eine Reise hat uns dann nach Holland geführt. Ja. Wir haben überall die Videos gedreht und eigentlich unser lustigstes Video, das haben wir in Holland gedreht, und eine Szene davon, ein Teil einer Szene davon, den spielen wir euch jetzt mal ein. Wie kommen wir da jetzt durch? Ja, ein bisschen vorbeiradeln schnell, oder? Was? Schnell vorbeiradeln. Ich weiß nicht, schwimmen. Das geht doch nicht, dass der Schwan mir bestimmt, wo ich fahre und wo nicht. Ja. Verlinken wir auch das Video. Könnt ihr euch anschauen, die Begegnung mit dem Schwan ausgegangen ist. Das könnt ihr dann selber anschauen. Wir verraten nichts. Ja, ich denke, viele von euch haben es ja schon gesehen. Aber die es noch nicht gesehen hat, es ist sehr lustig. Ja, und dann haben wir einiges in unserem Gustl umbauen, einbauen lassen. Mhm. Wir haben die Solaranlage erweitert auf jetzt fast ca. 500 Watt. Mhm. Okay. Wir haben einen Booster, Ladebooster einbauen lassen. Wir haben eine Lithiumbatterie einbauen lassen. Wir haben einen Gastank einbauen lassen und einen Fantastic Fan. Mhm. Den Gastank haben wir ja schon berichtet. Da haben wir sogar schon zweimal davon berichtet, von dem Richtig, Gastank. Einmal jetzt von der Messe Leipzig. Mhm. Und dass ihr auch mal sehen könnt, was für Verrenkungen und Anstrengungen wir machen, um Videos zu präsentieren. Ja, spiele ich euch mal eine kleine Szene ein und verlinke euch das Video. Das, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das auch mal anschauen. Wir haben dann auf dieses erste Gasvideo hin sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, was auch Dinge betroffen hat, die für mich eigentlich auch neu waren. Denn wie ich es ja schon oft in Leipzig gesagt habe, wir machen Videos von Laien für Laien. Ja, und ab und zu schaltet sich auch ein Experte ein und der gibt dann gute Ratschläge, weshalb auch mich oder uns solche Videos natürlich bereichern, weil wir auch vieles dazu lernen. Und wir haben dann nochmal auf der Messe in Leipzig recherchiert und haben da noch einige Erkenntnisse dazu bekommen. Und dafür habe ich ja auch ein Video oder haben wir ein Video gedreht, was ja im Moment das letzte im Moment ist. Ja, also das Nummer 128. Ja, okay, ja, das stimmt, ja. Insgesamt haben wir 2019 49 Videos gedreht und eines haben wir in Überlänge, das war in Leipzig jetzt, da waren wir gerade auf der Messe in Leipzig, das war ein bisschen verunglückt. Wir bedanken uns bei allen, die die Ausdauer gehabt haben, dieses lange Video, 1 Stunde 10 Minuten anzuschauen. Ja. Und wir versprechen, so lang wird kein Video mehr. Nein. Irgendwie hat sich das einfach so ergeben. Eigentlich wollten wir das gar nicht so lang machen und gar nicht so viel drehen. Und
schwuppsdiwupps war es doch so lang. Also, aber wir geloben Besserung und werden sie nicht mehr so lang machen. Wir werden in so einem Messevideo keine Fahrzeugvorstellungen mehr reinmachen. Mhm. Die werden wir wieder in separaten Videos ausweisen. Da lassen Sie sich auch leichter recherchieren. Ja. Ja, es ist angenehmer zum Anschauen. Ja. Ja. Mhm. Und bei der Messe in Leipzig kam dazu, dass ja da ein bisschen Zeitnot war, denn es ist ja nur ein Wochenende. Ja. Wir wollten das Video noch vorm Samstag rausbringen und wir mussten am Freitag nochmal nachdrehen, weil unser Mikrofon kaputt gegangen ist. Und dann waren die ganzen Tonaufnahmen vom Donnerstag für den Müll. Ja, und jetzt sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie jetzt dieser Film hier wird, weil wir ein neues Mikrofon haben. Ganz neue Technik. Bei uns war nämlich schon Weihnachten. Nö, das ist kein Weihnachten. Ah, wir haben total neue Ausrichtung mit Kamera, Mikrofon, Schneideprogramm. Also mal schauen, was jetzt dabei rauskommt. Ja. Und wie ihr seht, der Helle strahlt. Wieso? Oh ja. Oh ja, das Arbeitswerkzeug. Ja. Das gehört auch dazu zum Geschäft, ja. Und wir machen das Geschäft ja sehr gerne. Uns ja. macht es ja Spaß. Und wir versuchen auch immer wieder etwas Neues, was Nettes ins Video reinzubringen. Und natürlich braucht man da auch eine dementsprechende Ausrüstung. Genau. Sie hat es erkannt. jetzt machen wir noch einen kleinen Ausblick auf 2020. Ja, können wir machen. Also wir kommen 2020 natürlich wieder und ihr könnt uns weitersehen, wir euch ja nicht. Ja. Nein, deshalb ist es so schön, wenn ihr uns dann mal ansprecht. Ja, wir haben das auf der Messe in Leipzig, haben uns sehr viele angesprochen. Mhm. Vielen Dank dafür, das war sehr nett, hat uns sehr gefreut. Und auch wenn wir ab und zu auf den Stellplatz fahren, da werden wir dann auch von Leuten angesprochen, auch das freut uns sehr. Mhm. Ja, und eben, weil für mich ist es schon interessant, mal zu sehen, wer die Menschen eigentlich vor der Kamera, hinter der Kamera, ja, vor oder Fernseher. Halt vor dem Fernseher, vor dem Bildschirm, ja, genau, so ist richtig. Ja, genau. Wie ihr vor dem Bildschirm, ja, das ist dann für uns auch mal schön interessant und wenn ihr da dann sagt, hallo, wir sind die und die und kommen da und daher, super. Ja. Und wir sind dann immer erstaunt, was ihr alles von uns wisst. Ja, wenn wir ja, da muss ich aber das ist ja logisch. Da muss ich manchmal gerade mein Hirn wieder anstrengen und denke, war das da so? Ja, so ist es halt einfach. Ja, jetzt Ausblick auf 2020. Mhm. Also wir machen weiter. Mhm. Unser nächstes Video wird kommen von der CMT, von der Freizeitmesse in Stuttgart, die am 11. Januar beginnt. Ja, ob das das nächste Video ist, das können wir ja jetzt nicht sagen. Vermutlich. Mhm. Kann schon sein. Eins der nächsten, ja. Spätestens genau. Das nächste. Ja. Also am 11. Januar drehen wir auf der CMT in Stuttgart. Mhm. Und wenn ihr uns seht auf der CMT, sprecht uns an. Wir freuen uns drüber, über Kontakt. Und da hoffen wir, dass also machen wir einen schönen Messerundgang und dann wieder einzelne Fahrzeugvorstellungen. Ja, und dann schauen wir, was sonst noch auf uns zukommt 2020. Ja. Man ging das Jahr schnell vorbei. Ja. Also ich empfinde das als... Das ist schon unser drittes Jahresschlussvideo, Ussi. Ja, wir machen das jetzt seit 2017, diese YouTube-Filme, ja. Und es ist schon erstaunlich. Also ich empfinde das, wie wenn es im Flug vergeht. Ja, die Zeit geht immer schneller. Ja. Aber deswegen muss man auch das Leben genießen. Ja, genau. Wir genießen es und ihr sollt auch genießen. Ja. Und mit unseren Filmen tragen wir hoffentlich dazu bei. Na, wurden ja auch schon uns schon mitgeteilt, dass das ein oder andere Ausflugsziel angefahren wurde, weil wir da dort waren, also einen netten Film darüber gedreht haben und da dann Interesse geweckt wurde. Und das freut uns natürlich dann, wenn euch unsere Ziele auch interessieren. Uns haben auch schon etliche mitgeteilt, dass sie den Entschluss für ein Wohnmobil auch durch Inspiration durch unsere YouTube-Filme, es gibt ja noch viele andere YouTube-Kanäle, aber dass auch wir dazu beigetragen haben für gewisse Entscheidungen. Letztendlich hat das wieder jemand gesagt, wegen euren Filmen habe ich mir einen Hümer gekauft. Also das freut uns natürlich, wenn man nicht alles malig macht. Aber wir übernehmen keine Garantien, ja? Also
keine Garantien. Das sind eure freien Entscheidungen, was ihr tut und was ihr nicht tut. Ja, genau. Wir zeigen euch nur das, was wir getan haben. Richtig. Und wir sind aber auch zufrieden mit unseren Hümern. Und das können wir jetzt auch nach diesen über zwei Jahren sagen. Mhm. Wir haben ja ein Video gedreht, 2 Jahre Hümer Wohnmobil. Könnt ihr euch auch mal reinschauen. Und dann seht ihr, wie unsere Meinung dazu ist. Da brauchen wir uns jetzt nicht rauslassen. Nein. Nee. Mhm. Wir sind jetzt soweit fertig, Ussi, oder? Ja, also ich denke, wir haben jetzt alles gesagt. Dann? Somit bleibt uns jetzt nichts anderes mehr übrig. Also mir fällt nämlich nichts mehr ein. Ich denke, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten, oder? Ja, und irgendwann ist es zu spät. Wenn man jetzt was nicht gesagt hat, dann ist es zu spät. Ach so, ja. Okay, dann ist es auch nicht so unbedingt wichtig. Vermutlich. Ja. Also wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Adventszeit. Jawohl. Und schöne Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten. Ja, und kommt gut ins neue Jahr. Guten Rutsch. Und ja, wir sehen uns dann. Spätestens von der CMD. Oder auf der CMD. Mhm, genau, entweder von oder auf. Mhm. Vielleicht sogar schon früher. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns noch zum Jahresschluss eine Freude machen wollt, dann gebt uns einen Daumen hoch. Ja, genau, das wäre gar nicht schlecht. Obwohl, ich gehe davon aus, das wisst ihr, dass uns das viel Freude bereitet. Macht's gut. Tschüss, bis dann. Tschüss. Ciao.